Margarete Böckhoff-Schäfer, guten Tag. Hallo? Ja, guten Tag. Wer ist dort? Hier ist Hörgeräte Böckhoff. Hallo? Ja, guten Tag, hier ist Böckhoff Hörgeräte. Ist dort jemand? Ja. Hier ist Eberhard, Moschnerstraße 15. Guten Tag, Herr Eberhard. Guten Tag. Ich höre ganz gut, Sie müssen mich nicht so anschreien. Meine Familie hat gesagt, ich soll mich erkundigen nach einem Hörgerät. Ja. Weil ich höre nicht mehr gut. Ja. Kann man da was machen? Ja, dann müssen Sie zum Ohrenarzt gehen. Wie bitte? Sie müssen zum Ohrenarzt gehen. Das habe ich jetzt ganz schlecht verstanden. Wo muss ich hingehen? Zum Ohrenarzt. Zum Ohrenarzt? Ja. Warum? Sie brauchen ein Rezept für ein Hörgerät, sonst bekommen Sie nicht den Kassenanteil. Ich brauche ein Hörgerät. Ja. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ja. Wieso soll ich denn zum Ohrenarzt gehen? Weil der Ohrenarzt das Hörgerät indiziert. Wie bitte? Der Ohrenarzt verordnet ein Hörgerät. Wie bitte? Nur der Ohrenarzt verordnet ein Hörgerät. Ich kann das leider nicht entscheiden. Ich verstehe Sie nicht. Verstehen Sie mich? Ja. Ich brauche ein Hörgerät. Ja. Ich höre nämlich nicht mehr gut. Sie müssen aber zuerst zum Ohrenarzt gehen. Meine Familie hat gesagt, Walter, besorgt dir mal ein Hörgerät, weil ich verstehe die nämlich nicht mehr. Ja. Haben Sie sowas, Hörgeräte? Ja, sowas hören wir. Oh, geil. Wie beginnt das jetzt weiter? Wir müssen da hingehen. Sie müssen erst zum Ohrenarzt und dann melden Sie sich nochmal bei Was mir. Was will ich denn bei Ihrem Ohrenarzt? Ich brauche ein Hörgerät. Na, der Ohrenarzt muss doch sagen, ob Sie ein Hörgerät brauchen. Ob Sie eins brauchen oder zwei und auf welcher Seite Sie das Hörgerät tragen müssen. Wie bitte? Der Ohrenarzt entscheidet über ein Hörgerät. Was haben Sie gesagt? Der Ohrenarzt ist derjenige, der das Ganze entscheidet. Ich verstehe Sie nicht. Ich brauche ein Hörgerät. Gibt's sowas bei Ihnen? Ja. Klasse. Wann kann ich denn da mal kommen? Sie können eigentlich gleich vorbeikommen. Dann machen wir mal einen Hörtest und dann schauen wir mal weiter. Wie bitte? Wir machen erst einmal einen Hörtest, wenn Sie heute noch vorbeikommen. Sagen Sie mal, warum schreien Sie denn so? Hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Herzlichen Glückwunsch. Radio PSR, sinnlos Telefon.